Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chrisney und einem neuen Commentary. Ja, ich habe mal wieder Zeit genommen oder Zeit gefunden und auch Motivation gefunden, wieder ein neues Video zu machen, ein neues Commentary. In letzter Zeit kamen ja nur meine Kriminalfälle mit In Any Case. Vielleicht habt ihr euch die noch nicht gegeben, könnt ihr mal gerne reingucken. Playlist ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, mein heutiges Thema habe ich eben gerade schon angesprochen. Und zwar soll es um Motivation für YouTube gehen, Motivation für Videos und auch ein bisschen so meine Meinung, was ich von YouTube halte und vor allem von YouTube-Formaten, also verschiedenen Produktionstechniken quasi. Fangen wir erstmal an mit meiner Meinung, meiner Motivation. Ich habe ja mehrere YouTube-Channel gehabt und immer noch habe ich welche hier mit dem Kanal. Ja, vorherige Channel haben alle auf verschiedene Art und Weise funktioniert. Mein allererster YouTube-Channel war ein Zeichen-Channel, da habe ich gemalt, unter anderem Megan Fox, Simpsons, halt so Comic-Sachen im Speedraw-Style. Und das hat halt richtig viele Aufrufe bekommen. Ich habe dann ca. 80.000 Aufrufe gehabt auf meine Videos und relativ wenig Abonnenten im Verhältnis, was eigentlich normal ist. Dann der zweite Kanal, das war ein quasi Let's Play-Kanal, wo ich mit einem Kollegen zusammen Videos aufgenommen habe. Der lief von den Abonnenten sehr gut, hatten wir phasenweise 270 Abonnenten. Leider liefen da die Rückmeldungen halt nicht wirklich. Wir haben jeden Tag eine Folge rausgebracht von Singleplayer-Let's Plays auch, aber da waren einfach Leute, die waren einfach nicht dabei. Es kamen keine Kommentare, die Aufrufe wurden weniger. Und da habe ich mir gedacht, da muss irgendwas anderes her. Und da habe ich mich entschieden, Commentaries zu machen. Kürzere Videos, Videos mit mehr Aufwand, so wie die Kriminalfälle, die ich mache, die ein bisschen Recherche erfordern und auch mal etwas längere Bearbeitungszeit. Und da habe ich entdeckt, dass das viel besser ankommt in YouTube. Einzelne Videos, auch vor allem nicht die Masse in der Woche, sondern einfach die Qualität der Videos macht etwas aus. Durch einzelne Videos kann man die auch viel besser promoten. Je weniger Videos man macht, umso mehr Mühe kann man sich bei den Text geben, bei der Beschreibung, bei dem Layout und vor allem auch bei dem Promoten auf anderen Social Media Plattformen. Facebook zum Beispiel oder Twitter ist auch ganz gut dafür. Da wäre ich schon bei einem nächsten Punkt, den ich auf jeden Fall erwähnen will, und zwar ist das Layout des Videos. Ich finde immer ganz wichtig, nichts zu kopieren. Also ich würde alles immer sehr auf den Kanal anpassen. Alles immer stimmig halten, verschiedene Icons, die wirklich nur zu dem Kanal passen. Vielleicht sogar verschiedene Titel extra auch auf den Kanal zuschneiden und dass das halt in sich stimmig ist. Das ist quasi auch ein guter Übergang zum nächsten Punkt, und zwar bei den YouTube-Formaten. Ich bin es bei vielen Channels echt leid, weil da immer nur das Gleiche kommt und dass Videos halbherzig gemacht werden. Zum Beispiel gibt es sehr viele Beauty-Channel und die wollen dann alle immer dieses hier Raubzug bei DM und bla 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 oder das und das habe ich geschenkt bekommen. Und das sind dann halbherzige Videos, in denen halt in 2 Minuten irgendwelche Dinge in die Kamera gehalten werden, aber es werden keine persönlichen Meinungen dazu gesagt. Und ich finde, YouTube ist eine Plattform, wo man einfach seine Meinung sagen sollte. Und dafür ist es einfach eine super Sache, seine Meinung frei zu äußern und die Formate so anzupassen, vielleicht auch sich Formate selbst auszudenken, Spiele, Unterhaltungsformate. Das ist es doch, was YouTube für mich auf jeden Fall ausmacht. Ja, und da wären wir auch gleichzeitig schon bei meiner Meinung über YouTube. Ich finde, es gibt sehr viele engagierte YouTuber, auch größere YouTuber, die man sich anguckt. Aber es macht noch nicht mal die Größe des Channels aus. Ich kenne viele YouTuber, die ich mir gerne angucke, die kleiner sind, die 200, 300, von mir aus auch 600 Abonnenten haben. Ich selektiere da nicht zwischen vielen Abonnenten, dass ich mir die Videos mehr angucke als andere. Dafür finde ich YouTube auf jeden Fall gut. Als kleinen Tipp, den ich euch nur mitgeben kann, ist wirklich, bringt einfach in eure Videos persönliche Noten rein. Klatscht nicht jeden Tag ein Let's Play Video raus von einem Game, sondern bringt eure eigene Note rein. Let's Plays werden, so wie ich das mitbekommen habe, eigentlich nur geguckt, wenn die Person wirklich sympathisch ist. Deswegen werden die meisten Let's Plays ja auch nur auf den großen Kanälen geguckt. Sarah Zag, siehe Kronk. Das sind Leute, die haben eine gute Stimme, die können das Video
die können das Videospiel leben quasi und mit ihrer Stimme noch verbessern. Da müsst ihr euch einfach entscheiden, wollt ihr wirklich diese Let's Plays machen, die, wie ich finde, sehr mühselig sind, also es ist Arbeit, täglich Videos zu bringen in einer Länge von 30, 40 Minuten, die dann fast kaum geguckt werden, leider. Was euch wirklich Spaß macht, sollt ihr da vermitteln und nicht einfach so ein Allerweltsklatsch, den man auf vielen Channeln sieht, die auch nicht wirklich erfolgreich sind. Bei dem Stichwort erfolgreich komme ich auch direkt zu meinem nächsten Thema. Denkt jetzt gar nicht, dass es mir nur auf die Zahlen oder die Abos ankommt. Natürlich sagen diese Zahlen schon etwas aus. Also wenn man viele Aufrufe hat und vor allem Zuschauerbindung, das ist ein Punkt in den Analytics, wenn die gut ist, dann hat das schon was zu sagen. Aber ich finde, eine Abo-Anzahl sagt nichts darüber aus, wie gut der Kanal ist. Es gibt Leute, die haben 50 Abos, die machen trotzdem super Videos, wie ich finde. Und man muss sich das auch alles immer verdeutlichen. Viele YouTuber, die wollen dann immer mehr. Die wollen dann im ersten Monat direkt irgendwie 200 Abonnenten und dann weiter bis auf die 1000, 2000. Das sind unvorstellbare Zahlen. Wenn man im echten Leben mal 100 Leute hätte, die täglich oder wöchentlich mal die Videos gucken, das ist schon unvorstellbar. Und ich möchte einfach nur sagen, dass jeder YouTuber, auch wenn es nur 5, wenn es nur 10 Leute sind, die Videos gucken und kommentieren, dann sind das 10 Zuschauer, die man unterhalten hat. Und ich finde, das ist etwas Besonderes, etwas Spezielles. Und da macht YouTube für mich den Unterschied, dass man da echt Leute erreichen kann, die Videos gerne gucken. Und das möchte ich doch auch machen. Ja, in diesem Sinne war es das mit dem Video. Ich hatte richtig Bock auf das Video. Ich habe echt Spaß daran gehabt, jetzt mir meine Meinung mal von der Seele zu reden. Ja, ihr könnt ja drunter schreiben, was ihr davon haltet. Findet ihr es wichtig, schnell viele Abos zu bekommen? Findet ihr es wichtig, Kommentare zu bekommen? Lest ihr euch die überhaupt durch, die Kommentare? Und wie habt ihr das mit euren Formaten? Was für Ideen habt ihr? Oder könnt ihr vielleicht Ideen gar nicht umsetzen? Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Das war's. Etwas längeres Video heute. Aber wenn es läuft, dann läuft es halt. Und wir sehen uns beim nächsten Commentary wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Chris. Ciao.